weitergehen bei FIFA 12. Jo, jetzt haben wir Auswärtsspiel gegen Schalke 04. Und Gomez wird nicht spielen, der ist zu platt, doch vom Europacup-Spiel. Und dafür spielt Thomas Müller, der Ersatzstürmer Nummer 1. Dann Ersatzstürmer Nummer 2 ist natürlich Nils Petersen, wie sollte es anders sein. So, und mit diesem Sieg hier müsste schon etwas höher mal werden. Ich habe ja noch nicht richtig hoch gewonnen. Also ich muss mal was für meine Tordifferenz tun, das geht ja so nicht an. So, und auf Schalke muss das funktionieren. So, danke für den Ball. Ja, schön gespielt. Draufgezimmert. Oh, vorbei. Aber manchmal ist es so, da erwarte ich, dass er den lang spielt. Oder spielt er den perfekt kurz. Und dann denke ich erst scheiße und dann doch, ey, super, hat doch geil funktioniert. Obwohl es eigentlich gar nicht so sein sollte. Aber es hat mir dann doch einen Vorteil gebracht. So, Müller, der für Gomez spielt. Erste Flanke abgeblockt, Eckball. Papadopoulos hat ihn abgeblockt, so wie ich es gesehen habe. Der Eckball kommt von Robben, schön eingezogen und geklärt. Nach Schuss abgeblockt, Ribéry nach Schuss und gehalten. Der war ja nicht schwer für Fährmann. So, Abschlag, Hänger und weiter geht's. Ach, jetzt kommen hier, wie geil, Schalke und Bayern-Gesänge. Schalke 04 und Bayern-Gesänge. Das ist nicht schlecht, diese Mischung. Hatte ich bis jetzt eher selten. Ich glaube, seitdem ich diese Fangesänge eingebaut habe, diese neuen, habe ich noch nie mit Bayern gegen Schalke gespielt. Das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt sind sie im Angriff. 1-0 für Schalke. Marika. Cyprian Marika, na toll, 1-0. Ah. Ich sag, ich starte den Torfestival. Ja, so ist ja super. Hey, da muss ich mich jetzt auch reinhängen. So. Vielleicht der Mitnehmer. Neymar. Ey, da läuft mal einfach nur. Zieht mal trocken ab hier. Bumm, drin. Ey, das ist doch ein Neymar mit Weltklasse-Schuss. Sowas kriegt man selten. Was kriegt man richtig, richtig selten. Komm, machen die das 1-0. Ach, ich das 1-1. Schön. Robben, flache Flanke. Und Fährmann hat aufgepasst. So. Das abgeklärt. Hier einmal. Dann da unten habe ich doch einen Freilauf. Und genau so wollte er nicht kommen. Aber jetzt leider so. Jetzt spielen sie es hier so. Ja, spielt immer um die Abwehr rum. Die kommt ja doch irgendwie nach vorne. Ja, das war doch schön. Ja, du solltest auch loslaufen. Erstmal geklärt. Ja, naja. Das hat nicht so gut funktioniert, die Überleitung. Naja. Na, schöner Ball. Schöner Ball! Yes! Schöne Kombination. 2-1 Müller. Schön. Einfach nur ein Traum. Super geile Kombo. Gucken wir uns das nochmal an. Neymar mit dem Ball. Springt einmal auf und dann Müller mit dem Kick. Mit dem Schere. Ich glaube Scherensprung heißt das Ding noch, oder? Nee, Scherenschuss. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten da nicht so aus. Jo, dann haben wir das Spiel mal eben so locker leicht gedreht. War ja sehr schwer. Aber Schalke hat auch Glück mit dem 1-0. Ja, totales Glück. Da hin nur. Oh nein. Action. Oh, ja, geil. Ja, ich krieg sogar einen Eckball dafür. Ey, das war so... Ey, wie dumm. Wie dumm kann man nur sein. Ey, wenn der jetzt noch ein Tor bringt und...
Und. Das wär's noch gewesen. Jetzt noch ein Tor daraus gezogen. Oh, Neymar muss sich auswechseln, sehe ich gerade. Der ist ziemlich kaputt und ich habe keinen Bock, dass er sich eine Zerrung holt. Ja, steh auf. Ja, er steht auf. Steh auf, Männchen. Oh, da kommt diese Flanke nicht durch. Also nicht richtig, so wie ich sie haben wollte. Jetzt aufpassen. Ja, ich habe aufgepasst. Neymar spielt wieder lang den Ball zu Müller. Müller zu Robben. Oh, nein. Oh, fuck. Habt ihr gesehen, was ich versucht habe hier nochmal? Ich wollte lupfen hier. Oh, so knapp, ey. Ich weiß, den hätte ich schießen. Ich wollte es einfach schön machen. Oh, so bitter. So richtig bitter. So, nächste. Genau wieder die gleiche Situation. Und boom! Tja, hätte wieder fast funktioniert. Aber nur fast. Den kriegt er noch, ey. Den kriegt er echt noch. Das ist ja unfassbar. Ja, und da ist Halbzeit. 2-1 Führung. So. Ja, ihr wechselt aus. Stimmt, ja, müsste ich auch mal. Neymar muss ja raus. Was heißt muss? Ja, doch, er muss leider. Ja, Pedersen. Kroos für Ribéry. Die können noch, dann bringen wir mal Schweinsteiger geht raus und für den kommt Luis Gustavo. So. Ja, Contento ist Captain, weil Lahm ja verletzt ist. Falls es noch einen nicht mitbekommen haben, der hat sich irgendwie irgendeinen Bruch zugezogen. Mal wieder, die ziehen sich alle irgendwelche Brüche zu. Aber na, deswegen kann man nicht mit ihm spielen. Robben. Nee, Robben ist das ja, oder? Doch. Nee, Pedersen ist das. Pedersen. Ja, nee, doch. Mhm. Ich hab grad gedacht, ich werde echt mit Robben unterwegs. Aber da die Aufstellung ja leicht verändert wurde, da wir mit der Doppelspitze neuerdings spielen, seit Neymar dabei ist. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Oh, das war... Ja, doch, wenn der ankommt, kommt er bei mir an. Ja, geklaut. Ja, kriegst du geklaut, ja. Pedersen hat ihn geklaut. Vom Fuß geklaut. Flanke! Oh, schade. Wäre schön gewesen. Oh, jetzt. Was machst du jetzt? Ne? Oh, geht dran vorbei. Oh, ja, Neuer, das hast du schön gemacht. Hat er vor mir antizipiert. Pedersen. Mal lang nach unten. Der kam nicht gut an. Ja. Ja, nein. Oh, ich dachte. Ja, das ist doch schon besser. Müll. Ey, wenn ich sowas sehe, ich kann das nicht ertragen, wenn die solche Schüsse von sich geben. Das gibt Augenkrebs, sowas. Naja, egal. Weiter geht's. So, jawohl. Nein! Ich war gerade am Denken, was mache ich jetzt? Lupf ich, schieß ich, was mache ich denn jetzt? Ich wollte irgendwas Besonderes machen. Oh, und der Schuss war ja auch Weltklasse. Schön abgefangen. Jetzt Pedersen. Ja, kriegt ihn nicht rein. Ja, was machst du denn da, Junge? Ich hab nicht gesagt, du sollst schießen. Ich hab doch nicht mal auf die Taste dazu gedrückt. Ich schießt einfach, wie ein Phantom.
Und... Oh, Menno. Und was ist jetzt los? Ist es Anti-Vietnam? Was ist denn mit FIFA los, Alter? FIFA? Ey, FIFA? FIFA beruhigt dich jetzt, ist klar, oder? So. Was auch immer da jetzt los war oder ist. Gehen wir erstmal den schönen langen Ball, der sogar ankommt. Pedersen. Jetzt. Flanke. Volley Schuss. Abgeblockt und dann ziehe ich keinen Vorteil draus. Ah. Komm, den kannst du jetzt noch zum Eingriff kriegen. Nein, jetzt. Hm. Ah, hier. Robben. Und der kommt dahin mit dem Hintergrund. Ah, dann hält ihn Fährmann. Weil er zu unplatziert war. So, zeig mal, was du drauf hast. Ja, hast toll gepasst, danke. Oh, natürlich weiß er genau, in welche Richtung ich gehe. Das war doch ein Foul an mir, oder? Natürlich nicht. Ich habe ja auch getötet oder so, mit dem Messer angegriffen. Das hält ja schon als Foul hier bei FIFA. So, ja, Junge, genau in dem Moment, wo ich abspiele, gehst du den Schritt zurück. Warum? Muss ich mich mit dem Spiel, nach dem Spiel mit dir unterhalten? So, mal gucken, ob er es richtig macht. Er macht's richtig. Und. Wird er noch heiß? Ja. Wird noch heiß. Groß. Ja. Gewusel. So. Mal hier hin. Wo jetzt sehe ich gerade keinen richtig frei. Versuchen wir es mal mit Robben. Alter, erstes Traumtor der Saison. Nein, was ist das denn? Ey, Verletzungsjubel. Ja, das ist auch geil. Verletzungsjubel. Aber das Tor war mal. Das Tor war ja mal richtig, richtig, richtig geil. Aber Verletzungsjubel gefällt mir nicht so. Ja, gucken wir uns das nochmal an. Und hier, ach du Scheiße. Alter, der Schuss war geil, aber wie er sich, das sieht nicht gut aus. Das sieht richtig eklig aus, wie er sich gerade verletzt hat. Boah, das tut mir richtig in den Augen weh. Richtig, richtig. Egal, 3:1 gewonnen, ein Traumtor gemacht. Richtig, 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 richtig geil. Gucken wir uns das nochmal in den. Ich finde, das hat es verdient, sich nochmal in den Spielhöhepunkten angeguckt zu werden. Aber. Was ist das so getan? Die Verletzung von Robben. Hier gucken wir nochmal. Und dann verletzt sich Robben da. Das ist so traurig. Nein, ich will nicht speichern. Ich muss jetzt ganz schnell raus, mir läuft die Zeit davon, sehe ich gerade. So, wie hat sich denn Robben verletzt? Was hat er sich zugezogen? Ach, gar nichts. Aber er ist doch. Ah ja, hey Trainer, auch wenn ich am liebsten immer spielen würde, wäre eine Pause jetzt gerecht. Ich fühle mich momentan sehr müde. Gut, dann lasse ich dich nächstes Spiel draußen. Also Robben hat nächste Spiel keinen Bock. Deswegen bleibt er draußen. Also wir sehen uns dann noch das nächste Mal bei FIFA 12. Also.